Eine Polizeikontrolle in Flandern. Die belgischen Sicherheitskräfte fahnden nach einem Soldaten, der schwer bewaffnet untergetaucht ist und laut Staatsanwaltschaft einen besorgniserregenden Brief zurückgelassen hat. Darin drohe der Soldat dem Staat und Personen des öffentlichen Lebens, darunter dem bekannten Virologen Mark Van Ranst. Letzterer war im Laufe der Pandemie zunehmend zum Ziel der Kritik von Gegnern der Corona-Auflagen geworden. Der Verdächtige steht auf der Beobachtungsliste der belgischen Antiterrorbehörde.